gemerkt, dass ich ihn eigentlich angerufen habe, sozusagen, und habe dann die ganze Zeit mit Text geredet. Ja, hallo? Okay. Ja, ich habe Zeit. Wann denn? Gleich? Okay. Ja, das geht. Also ich sag mal so, ungefähr eine Stunde oder so bin ich ungefähr da. Okay. Ja, tschüss. Katrin, Ich muss jetzt gleich zum Fischmarkt. Muss gleich am Fischmarkt sein. Hab gerade einen Job reingekriegt. Kommst du mit? Ah, klar, ich komme mit. Na cool, dann würde ich sagen, ich buche uns mal eben schnell noch ein E-Mobil. Ein E-Mobil, was ist das? Ein Elektroauto. Also für die Stadt und so für kurze Strecken ist es halt echt perfekt, ne? Okay, mit dem Elektroauto bin ich noch nie gefahren. Wie ist denn das so? Cool, ich zeig's dir gleich. Also ich sag mal so, ich glaube, du wirst es lieben. Ja. Ich buch's mal eben für uns. Mhm. Okay, es Zeit, ja, sag ich mal so, von jetzt bis 15 Uhr. Mhm. Wie viele Kilometer meinst du fahren wir? Warum Kilometer? Wieso muss man die angeben? Weil Cambio uns dann halt immer das E-Mobil raussucht, was eben auch noch genügend Strom im Tank hat. Ja, macht Sinn. Ich sag jetzt einfach mal so 15 Kilometer. Mhm. Kommen wir mit hin. Ah, super. Da ist auch noch ein E-Mobil frei. Das nehmen wir. Klasse. Dann kommen wir gleich los. Prima. Voila, das ist das E-Mobil. Ach, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist ein E-Mobil. Mhm. Schön. Ich muss nur noch mal eben kurz den Stecker ziehen. Das ist ja einfach. Stecker raus und in die Ladestation. Ja, ne? Kannst dich auch ruhig schon mal reinsetzen. Ich mache mal eben eine Schadenkontrolle und dann kann es auch schon losgehen. Okay. So, fertig. Los geht's. Der Motor läuft übrigens schon. Echt? Ich höre gar nichts. Woran erkenne ich denn, dass der Motor an ist? Hier vorne, wenn im Display ready steht, dann heißt es, dass das Auto startklar ist. Das ist ja witzig. Ja, dann fahren wir los. Ich hatte mir so ein Elektroauto ganz anders vorgestellt. Ich meine, hier passen wir auch zu viert rein und der Kofferraum, der scheint ja auch groß genug zu sein. Ja, es hat eigentlich wie ein ganz normales Auto, ne? Wobei, du musst schon ein bisschen mehr aufpassen, weil so Radfahrer und Fußgänger hören einen halt einfach wirklich überhaupt nicht. Ja, die haben uns jetzt auch nicht gehört. Nee. Sag mal, wie ist denn das mit dem Strom? Cambio bekommt den Strom direkt von Greenpeace Energy. Das heißt, man kann sich da wirklich sicher sein, dass es auch wirklich Ökostrom ist. Ah, okay. Verstehe. Da wird mir ja direkt zum Öko. Ja, irgendwie schon, ne? Ja. Für mich wäre halt wichtig, dass ich mich um nichts kümmern muss. Mhm. Ja, stimmt. Wobei, du sollst schon ein bisschen darauf achten, also dass du die Energieanzeige da im Blick hast. Mhm. Weil wenn ich zum Beispiel die Klimaanlage anmache, dann zieht das echt viel Strom. Ich zeig dir das mal eben. So, guck mal da jetzt drauf. Eben waren wir noch bei 75 Kilometer Reichweite. Oh ja. Jetzt sind wir nur noch bei 38 Kilometer. Das sieht man ganz deutlich, ja. Und natürlich, wenn ich ordentlich Gas gebe, dann verbraucht das natürlich auch gleich mehr Strom. Ich mach dir das mal eben vor. Hier, achte mal da auf die Anzeige. Jetzt gebe ich Gas. Oh ja, und das sieht man ganz deutlich, ja. Heftig, ne? Ja. Also sind gleich ein paar Kilometer weniger Reichweite. Mhm. So, wir sind da. Hey Franzi, schön, dass du da bist. Wir drehen heute den Film über das neue E-Mobil von Cambio. Hä?